Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Doom und wir spielen eine kleine Runde Let's Play F-Zero X. Wir spielen eine kleine Runde. Ja, ich zeige euch wieder F-Zero X und wir können jetzt einmal auf Standard den Joker Cup machen oder wie wir es jetzt vorhaben, erstmal auf Experte den Jack Cup, den wir jetzt machen wollen. Und wir nehmen. Nehmen wir den mal. Wir brauchen irgendwas Zerstörerisches, Schnelles. Das fühle ich ja wieder an. Aber nein, wir nehmen diesmal Blood Falcon. Und ihr seht, er sieht wirklich so aus wie Captain Falcon. Und bin ich ja mal gespannt, wie wir uns auf Experte so stellen. Weil das davor war ja nicht alles eine Herausforderung, aber das ist jetzt der pure Wahnsinn. Und schauen wir uns mal an. Boah, ich hasse diese Korben. Okay, er hat auch richtig mieses Grip, wie ihr gesehen habt, nur von E. Und ihr seht schon, Expert, das ist alles ein bisschen schwerer. Die geben nämlich auch ziemlich gut Gas. Also es wird kein Kinderspiel. Ich sollte eigentlich am besten jeden Boost mitnehmen. Ja, dreh dich mal. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. You got Boost Power und alle zünden Boost Power. Außer ich mach erstmal einen schönen Abgang. Ah, läuft doch. So einigermaßen gerade die Kurve. Aber ich komme nicht wirklich nach vorne. Seht ihr schon selber. Ich darf nicht so hart in die Kurven gehen, weil dann geht mir mein Auto flöten. Also zieht es so sehr um die Kurve. Das wäre nicht so schön, da verliert man eine Menge an. Letzte Runde nur 18. Was ist los? Okay. Wir müssen was tun. Das meinte ich. Mit Experte ist kein Kinderspiel. Zieht uns wieder davon. Das ist. Ich glaube, ich habe doch nicht so die. Ja, erster können wir schon mal nicht mehr werden, die sind schon alle im Ziel. Na gute Nacht. Na gute Nacht, Elfter! Also ich glaube, das könnte echt wärstig werden. Vielleicht war das nicht wirklich die beste Entscheidung mit einem Fetten, der einfach nur Boost hat, durchzugehen. Na gut. Aber durch das wir jetzt so ein dickes Teil haben, können wir natürlich auch einige wegrammen. Das wird uns von großem Nutzen sein, weil anders kommen wir nicht rum. Ja, wir haben einen langsamen Start, das wissen wir. Weil wir gleich eine Menge Gas geben. So, das wollte ich sagen. Wir klatschen das erstmal gegen die Wand. Das gefällt uns. Schön, schön, schön. Ja, kommen so alle. Gleich kommen sie alle wieder von hinten. Das ist unglaublich. Aber jetzt könnt ihr uns mal. Wir sehen uns im Ziel, meine lieben Freunde. Naja, dazu sollte man die Boost-Teile mitnehmen, die ich hier größtenteils verpasst habe. Aber ihr seht schon. Das Teil geht ordentlich ab. 8. 6. Das wird verdammt eng. Letzte Gas einfach verballern. Naja, immerhin Zweiter. Lässt sich auch schon einiges mit anfangen. So. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen. Im nächsten Rennen. Da wir sonst zu wenig Punkte kriegen. Wir sind schon mal unter den Top 6. Schön und gut. Aber das reicht uns alles nichts. Das erste Rennen war echt nicht gut. Three, two,
Scheiße. Okay, hier ist auch eigentlich nur eine Strecke, einfach nur Gas. Hätte ich mal mehr Gas geben sollen, ne? Suboptimal gelöst, würde ich sagen. Nun gut. Alter, ja, schubst mich vom Boost weg. Dankeschön. Was das? Alter. Was habt ihr eigentlich für Probleme? Wenn ihr mich nicht leiden könnt, sagt es mir einfach und versucht mich nicht zu töten. Das kann man auch friedlich klären. Das läuft auch hier alles wieder nicht so, wie es laufen soll. Immerhin arbeiten wir uns schon nach vorne und irgendwer hat einen Abgang gemacht, da wir nur noch 29 sind. So, um jetzt einigermaßen gute Plätze zu kriegen, brauchen wir eine Menge Boost. Nur Siebter. Aber ich glaube, wir haben Glück und es hat sich Mighty Gazelle verabschiedet, weil ich ihn sehe, ihn nirgendwo vorne. Es könnte sein, dass das schlecht ist oder einfach einen Abgang gemacht haben, wie wir es jetzt mal hoffen. Ja. Hat unsere kleine RAM-Attacke vielleicht doch noch was gebracht? Nein. Wir stürzen weiter ab, einen Platz nach hinten. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weil wir sehen, oh, Mighty Gazelle vom ersten, zack, runter gleich auf den siebten. Devil Forest. Wir waren ein wenig zu langsam. Wir müssen mehr aus der Karre rausholen und nirgendwo gegenkommen am besten. Und einfach alles, was sich wehrt, zerschlagen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Einstellung getroffen, da ich schnell vorankam und das Ding auch noch ordentlich weiter nach vorne gehen sollte. Also mehr Gas. Kurve. Da haben sich auch schon wieder zwei verabschiedet. Ihr seht, die hauen sich in die Fresse, als wenn es kein Morgen gäbe. Das ist der Führende der Tabelle. Das ist ein Super Error. Aber es hilft uns jetzt nicht viel weiter. Wir müssen erstmal auf uns schauen. Oh ja, Alter, ihr. Scheiße. Das wird jetzt ganz schwer. Da habe ich nicht genug Energie mitgenommen, um voll durchzubrettern. Ihr seht auch auf der Karte, die hauen immer weiter ab. Nur erster können wir nicht werden. Sechster auch nicht. Siebter. Das greift gar nicht gut für uns. Das läuft gar nicht gut und wir machen wieder einen Platz nach unten und jetzt sind schon fast 100 Punkte. Okay. Big Blue. Jetzt bleibt es eigentlich keine Chance. Außer kurz warten. Oh nein, ich bin so dumm! Okay, kurz überlegen. Wo sind die ganzen Dinger? Die bräuchten, müssten wir jetzt am besten alle mitnehmen. Hey, dieses Teil rutscht mir aus den Kurven und da verliere ich wertvoll Karma. Hier, seht ihr, gleich wieder runter auf 600. So kann das nichts werden. Mann! Also ganz habe ich noch nicht raus, weil es irgendwie nicht nach links geht, sondern nur nach man nach rechts steuern kann.
kleiner Leck. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen schneller, da ich mich ein wenig konzentrieren muss. Aber ich glaube, das können wir einpacken. Ich glaube, dieses Rennen können wir echt vergessen. Da habe ich echt die falschen Auswahl getroffen mit den... Ey, das Ding regt mich so auf. Oh. Ich würde gerade sagen, verabschieden wir uns erstmal von der netten Welt. Wieder nur Achter, ey, das kann nicht sein. Ich glaube, jetzt könnten wir noch nicht mehr gewinnen, wenn wir einfach alle tot machen und... Es ist einfach nur ärgerlich. Nee, noch nicht mal das würde jetzt reichen. Und wie ihr wisst, müssen wir ja Erster werden. Das kann nicht wahr sein. Ich habe noch nicht die optimale Einstellung gefunden mit diesem Scheißteil, Alter. Na kommt. Oh. Schon mal. Ich bin der wilde Torero. Kann nicht sein! Drecksteil, Alter. Blödfalken, größter Versager. Ich bin enttäuscht. Muss Pico wieder her. Aber es ist alles gar nicht so leicht. Zum Heulen fast. Wie schmächtig sie einfach nur sind. Naja. Da hau doch ab! Mal einigermaßen gut um die Kurve gekommen, bringt uns halt nicht wirklich viel über. Ja, Mann, mach mal einen Fliegen. Holländer. Ja, ich habe was ausprobiert, ob man auf rechts ziehen kann und dann nach links ziehen kann, aber geht leider nicht. Ja. Zwölfter, ganz großes Team. Es hat einfach nicht gereicht. Immerhin gehen wir noch einen Platz nach oben. Fünfter. Ja, und jetzt fahren wir mal alleine lang, weil wir einfach nur dämlich sind. Darauf muss ich erstmal einen Schluck trinken. Kann nicht wahr sein, diese Niederlage zu verkraften. Aber wenn mein Keimer Erster wird, dann kann das nichts werden. Seht selbst. Aber schon erstaunlich, was man schaffen kann, wenn man einmal Zweiter wird und den Rest nur vergeigt. Ich war, glaube ich, nur einmal Zweiter, einmal Fünfter und den Rest habe ich ja total versaut. Naja, das war's erstmal. Wir werden Rache nehmen. Wir werden Rache nehmen und im nächsten Part packen wir das. Bis dahin, tschüss, ich bin euer Doom.